Hallöchen Leute, im heutigen Call of Duty Video sprechen wir ein klein wenig über das neueste Update. Mit dabei wäre natürlich hier noch ein Leak für die neue Saison. Da haben wir jetzt auch eine Roadmap bekommen mit allen Neuigkeiten über neue Waffen, neue Karten, neue Modi und vielen weiteren mehr. Natürlich wurde auch in Warzone eine Waffe runter genervt, welche die Zykov oder Zykov genannt, die Makarov-Pistole mit Vollautomatik Drum Mag. Die wurde runter genervt. Wenn ihr die vollautomatisch mit Drum Mag spielt, wurde der Schaden um ein Viertel verringert. Auch noch mit dabei haben die Hüftfeuerkontrolle und die Mobilität ein bisschen verringert, je nachdem welche Attachments ihr mitnimmt. Ein paar Attachments waren auch ein bisschen verbuggt, wie Variable Zoom, da hattet ihr keinen Client. Bedeutet, man konnte die Gegner nicht ausfindig machen mit einem Variable. Und ja, da haben die jetzt auch einen Patch dafür gebracht. Mit dabei natürlich ein Patch für Fingerfertigkeit, für panzerbrechende Kugeln und Co. Ja, die funktionierten auch nicht in Warzone. Naja, da wird natürlich jetzt auch momentan Stück für Stück hier das Nuke Event vorbereitet. Bedeutet immer mehr Untote und immer mehr radioaktiv verstrahlte Gebiete auf der Karte. Und ja, Verdansk wird anscheinend wirklich nicht abgelöst. Die neue Karte könnte dann für Blackout vielleicht erscheinen. Aber Verdansk wird gleich bleiben, nur mit einem anderen Look. Und da haben wir jetzt auch heute Bestätigung bekommen in der Roadmap. Aber auf der Roadmap, tut mir leid wegen dem Lag nebenbei, wir spielen hier mit Schlepperfeuer. Die Runden laggen da ein bisschen mehr wie in meinen Runden, ich weiß auch nicht warum. Aber anderes Thema gleich noch. Ja, Rebirth Island bei Nacht, wir haben ganz viele Bilder und Leaks und Gameplay schon davon bekommen, aber Rebirth Island in der Nacht wurde jetzt noch nicht auf der Roadmap angekündigt. Ich denke, die wird auch eventuell dann bald irgendwann reinkommen, keine Ahnung. Aber ja, wir hätten noch eine Menge andere Sachen über Warzone und die habe ich unten für euch verlinkt, aber hier starten wir durch mit dem Cold War Multiplayer. Und auf der neuen Roadmap für Call of Duty Cold War Saison Nummer 3 können wir schon eine Menge erkennen. Wir hätten hier mit dabei die neuen Karten Yamantau, Diesel, auch für Feuergefecht. Und hier Standoff, ein Remake von der Karte, die eigentlich jeder kennen müsste. Mit dabei wäre noch Tuga für Feuertrupp und Multiteam, gleich wie für Outbreak. Mit dabei hätten wir noch die neuen Modi hier Stock und Stein. Dann Multiteam Elimination und auch hier die neue Killstreak Tiefflieger. Und ja, Warzone, die Karte wird geupdatet. Wir bekommen hier Jagd auf Adler, ein neues Live-Event für Warzone. Auf der rechten Hälfte hätten wir nochmal Neuigkeiten für den Zombie-Mode, leider nur ernüchternde Nachrichten. Wir bekommen die Feuertrupp-Karte rein für Outbreak und wir bekommen Toxic Crowd, eine neue Feldladung. Mit dabei werden noch ein paar neue Fahrzeuge, Hupen und Kleinigkeiten, die eigentlich keinen jucken. Aber der wichtige Punkt, meine Freunde, wir bekommen neue Waffen rein. Die Peppershaws Rokadin von Weltkrieg, dann die Karabine 31 und Ballistic Knife. Die können wir direkt am Anfang freischalten und noch im Nachhinein wäre hier eine Art G11 mit dabei mit einem anderen Namen. Und die AMP und ein Baseballschläger. Die neuen Waffen könnt ihr dann freischalten im Shop. Und die werde ich euch vorstellen hier live auf YouTube. Wir machen weiter mit dem Gameplay. Hier hätten wir nämlich noch eine Menge Sachen, worüber ich noch sprechen will. Einerseits wegen den Lags, ihr habt ja mitbekommen, die Runden in Call of Duty laggen momentan. Wir haben Input-Probleme, hohen Ping, Paketverluste und das Spiel ruckelt gerne mal. Schon über Wochen hinweg. Wo ich hier mit Schlepperfeuer gespielt habe, auch netter Dude, auch wenn ich blockiert wurde. Guckt ihn noch immer eigentlich gern. Ja, die Runden laggen da teilweise echt schlimm. Liegt entweder Matchmaking, dass man nur gegen Gleichgute gerankt wird oder VPN machen einige Leute, die da halt mitspielen, kann man halt nicht beeinflussen. Ich bin eigentlich einer, ich spiele nur meine Runde Legit, ihr kennt mich alle. Aber wenn ich mal jemanden von euch mit drin habe, kann es auch manchmal noch mehr laggen. Kann viele Gründe haben, aber der Server ist einfach nur scheiße in Call of Duty. Und ich hoffe, die Entwickler arbeiten noch dran. Weil davon wurde jetzt noch nicht viel erwähnt. Die haben jetzt nur erwähnt, wir beheben den Spielefehler bei Zombie Mode, dass man dafür gebannt wird, wenn man halt eine hohe Welle überlebt. Und der Nuklear-Bug, der soll jetzt behoben worden sein, noch mit dabei, noch eine kleine Ankündigung. Jeder, der gebannt wurde, so unrecht, wird natürlich entbannt. Und für jeden, der cheatet mit Aimbot und Wallhack, die wird natürlich dann gebannt, weil die Entwickler arbeiten an einem Anti-Cheat. Tja, tolle Gerüchte, die ich jetzt irgendwie nicht glaube. Und beim Anti-Cheat gehört eigentlich Anti-Recall, VPN oder Reverse-Boosting auch dazu, finde ich. Steht ja auch in den Nutzerbedingungen drin. Aber ich glaube, da werden die Entwickler nicht viel drin machen. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich kenne keine Content Creator mehr außer Dakoffeldi und Fantu, die noch guten Content bringen ohne Reverse Boosting und ohne, dass man halt hier VPN nutzt oder anderen Schlitt. Natürlich, überpowerte Meta-Waffen werden immer wieder YouTuber vorstellen. Da haben auch eine Menge Leute rumgehatet wegen der neuen Pistole. Kann ich gut verstehen. Ich habe es mit purer Absicht gar nicht gestartet. Kein Modern Warfare gestartet, nicht die Waffe hochgeladen auf Damas-Tarnung oder Akimbo und gib ihm. Weil ich einfach keinen Bock auf ja, Warzone und auf Modern Warfare habe und auch keine überpowerten Meta-Waffen vorstellen will eigentlich. Aber ja, meine Freunde, ich glaube, ihr wisst alle Bescheid. Die Waffe könnte noch immer in Warzone total überpowered sein nach einem Update.
Apropos Update, die Größe wird in etwa 12 GB betragen und natürlich je nach Plattform dauert länger oder kürzer. Mein Tipp wäre Xbox oder Rechner, da braucht ihr kein Kopieren. Und ja, wenn ich hier die weiteren Neuigkeiten habe, welche Genauigkeiten genau geändert, geupdatet wurden, weil manche Patchnotes kommen nur im Nachhinein oder werden heimlich verändert. Wenn ich die nochmal habe, mache ich ein Video drüber, stelle euch nochmal die neuen Karten, neuen Waffen vor. Wenn ihr noch neu vorbeischaut, würde ich mich über ein Abo und Like freuen für weiteren Call of Duty Content. Und natürlich gerne mein Video teilen und liken, damit es auch mehr Reichweite bekommt. Damit mehr Leute Bescheid wissen über das neueste Update hier in Call of Duty Cold War und Warzone. Und dann, meine Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Video, meine Freunde.